Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann im LS22. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier das Feld einmal geerntet und widmen uns nun in dieser Folge einmal dem Kauf oder beziehungsweise dem Abholen von unserem neuen Striegel und natürlich hier jetzt unserer Feldarbeit, da wir ja jetzt den Auftrag abgeschlossen haben. Denke ich. Wir werden jetzt mal mit beiden Sachen ich muss den Drescher mal ausmachen. Wir werden jetzt mit beiden Sachen einmal zum Händler fahren. Beziehungsweise nicht zum Händler, sondern zur Verkaufsstation. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir da auch einen direkten Abschluss vom Auftrag haben. Ich muss jetzt nochmal schauen. Da hoch müssen wir. Okay. Ja gut, das ist ja entspannt. Genau, dass wir den Auftrag abschließen können mit dem Geld, das wir dann nochmal dafür bekommen, beziehungsweise was wir vielleicht auch mit dann... Upsala, hallo, grüß dich. Ja, werden wir auf jeden Fall dann ein Feld kaufen und währenddessen auch gleichzeitig mit der Ernte von unseren Feldern beginnen. Denn unser Hafer ist erntereif. Das heißt, wir werden da gleich den Mähdrescher rübersetzen und den Hafer einmal abernten. Da müssen wir mal gucken, wann wir das Ganze alles irgendwie verkaufen etc. Ich werde auf jeden Fall da nochmal in die Preise gucken und euch natürlich dabei mitnehmen. Ja, ansonsten 28.800 Liter, so ist es richtig. Und gucken wir mal, ob das reicht, um den Auftrag abzuschließen, ob wir die letzten 3000 Liter aus dem Drescher noch mal rausholen müssen. Ja, schauen wir einfach mal. So, jetzt geht's hier einmal links ab. Ist schon ein geiles Gespann, ne? So, zwei Anhängern. Die Investition war auf jeden Fall nicht schlecht. Macht jetzt auf jeden Fall mehr her, wenn man da so mit zwei Anhängern unterwegs ist. Wie gesagt, hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, passt halt auch in dieses ganze, in diesen ganzen Style der Karte. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen hier vorne gleich rechts. Das war ja hier diese Engstelle mit den parkenden Autos. Ich glaube, aus der vorletzten Episode gab es da so ein, zwei Komplikationen, würde ich so einfach mal behaupten. So. Wobei hier an der Feuerwehr Richtung. Wer ist das ja eigentlich? Ist das das Malzwerk? Gucken wir mal. Was haben wir hier? Ah ne, ist die alte Brennerei. Okay. Ja, servus, grüß dich. So. Jetzt ist nur die Frage, wo ich das hier abladen soll. Oder sind wir hier richtig? Oder sind wir jetzt hier falsch gefahren? Ne. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, da hin. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. So. Ich würde sagen, wir fangen genau mit dem ersten Anhänger an. 20% müssen wir noch. Gucken wir mal, was wird. Ne? So. Prozent. Es könnte klappen, ne? Es könnte klappen. Bin mal gespannt, wenn wir aufhören. Ah ja, wir müssen ja, stimmt, wir müssen Feldarbeit und die, müssen wir jetzt hier den Finger auf dem I lassen, dass wir hier mal gucken, was wir hier noch so rausholen können. Ich hoffe, es reicht. Ah, 82%. Wollen wir natürlich so viel wie möglich für die eigene Tasche haben, ne? Ist ja klar. So, da hat sich's schon bewegt. Also, 1800 81 haben wir noch mit dabei.
Jetzt fahren wir einfach mal zurück zum Drescher, pumpen den noch ab, beziehungsweise bunkern den ab. Dann setzen den um auf unser Feld. Da fahren wir mit dem Fendt auch direkt rüber. Einmal ins Silo und einmal dann zu unserem Feld, dass das schon mal bereit steht. Und dann kümmern wir uns nochmal um unseren Johnny, der beim Landhandel noch steht mit dem Striege. Das Verkehrsschild stand eben weg. So. Und ab dafür. Ja, solche Fehler gehen natürlich sehr schnell. Ist klar. Gerade auch mit der Arbeitsbreite vom Mähdrescher geht das relativ flott. Das wird jetzt bei unserem Feld auch relativ flott gehen. Aber gut. So ist das. So ist das. Und demnächst, beim nächsten Mal werden wir da auch das Pro-Seed bisschen mehr uns nochmal angucken, dass die Fahrgassen auch wirklich zu allen Geräten passen. Das habe ich in den vorherigen Folgen jetzt nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Aber man lernt ja mit seinem Tun und Machen, und von daher, ja, kriegen wir das alles Stück für Stück hin, würde ich sagen. Diese Schäke, wie die wackeln, ne? Das ist schon cool. Ja, ich würde sagen, bin ich zufrieden mit, ne? Bin ich zufrieden. So. Natürlich den hinteren voll, ne? Der ist ja einmal. Genau. So. Ach, wir haben nur noch 350 Liter drin gehabt. Na gut, okay. Das hätte es ja fast nicht gelohnt jetzt. So. Einmal zusammenklappen. Oh, da blinkt es noch an. Naja, ist wie im echten Leben, ne? Vergisst man halt manchmal. So, nicht ganz so viel übers Feld fahren, übers Fremde. So, hier dran vorbei. Na, ich komme noch gar nicht ran. So, ich habe den wirklich schlecht hingestellt. Also mein Gott, da war ja wieder ein Profi am Werk hier. Ist so ein Mähdrescher relativ gelenkig. So. Zack. Ist auch eine schöne Sache, dass die Schneidwerke sich automatisch da so drauflegen. Schöne Sache. So, okay. Dann. Einmal ankuppeln. Sagen, holen wir einmal ein bisschen aus. Und dann geht es zu unserem eigenen Feld.
Da sind wir schon wieder zurück. Geht ja relativ fix hier, ne? Kurze Fahrwege. Das passt soweit. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man Ewigkeiten auf der Straße unterwegs ist zu irgendeinem Feld. Da habe ich persönlich gar keinen Spaß dran. Also hier solche Sachen wie XXL Farm etc. Also wo man große Vierfachkarten hat oder sowas, das ist überhaupt nicht meins. Das sind mir einfach zu weite Wege. Ich will was schaffen, ne? Und nicht nur auf der Straße fahren. So. Ich habe auch schon überlegt, ob es sinnvoll wäre, ich meine, das ist jetzt hier, sieht gekalkt aus, ob es sinnvoll wäre, einfach das Feld zu kaufen. Ah ne, hier ist Mais drauf. Sehe ich gerade. Hä, hier stand da Mais. Da, Mais. Warum steht es denn sonst nicht? Ach, das ist hier der alte Mais. Ah, gut. Okay. Ja. Gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Jetzt gehen wir erstmal in unseren Hafer. Dann gucken wir mal, ob wir das Feld kaufen oder ob wir noch warten, bis was draufgestellt wird und kaufen es dann. Das ist natürlich, wäre natürlich noch ein bisschen cleverer, ne? So. Naja, er wird nicht ganz loslassen, der Anhänger, würde ich sagen. So, Dede. Dann geht's ab, würde ich sagen. Upsa. Was ist los? Wollte der Helfer nicht. Kein Problem. So, dann machen wir mal weiter. So, der Kollege blinkt noch vor sich hin hier. Ja, 2234 Liter haben wir jetzt quasi für uns eingeheimst. Den Auftrag müssen wir auch gleich noch abschließen, das dürfen wir nicht vergessen. Und gucken wir mal, was es noch so. Ach, können wir gleich machen. Gucken wir mal, was es noch so gibt. So. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Perfekt. Zack. So. Feld 1. Ernten. Das kann nicht viel sein für 2000. Genauso wie Feld 34. Also die 1 und die 34. Die 1 ist doch bei uns. Ist das hier. Und die 34 ist hier oben. Die machen wir schon mal nicht. Nee, das ist mir zu weit. Die 1 könnte man noch machen, das können wir noch überlegen. Ballen pressen. Naja. Gut, wir machen erstmal unser Zeug, würde ich sagen. Kontostand passt. Jetzt bringen wir unsere Gerste ins Silo und dann gucken wir mal, wie weit der Helfer schon gekommen ist. Und dann müssen wir noch zu unserem Johnny, ne? Und den Johnny vom Fahrzeughändler holen. Mit unserem Striegel und Mais und Zucker und etc. etc. So. Würde ich sagen, fahren wir auf jeden Fall hier vorne einmal rein. Ja. Fahren wir vorne einmal rein. Kippen wir einmal ab. Los. Hallo?
weit drüben. Habe ich was verpasst? Stimmt. Muss ich hier erstmal umschalten. Jetzt. Los geht's. Gut. So. Muss ich wieder drehen. Ich will ja direkt da hinten rausfahren. Da waren wir wahrscheinlich nicht ganz auf dem Silo drauf, ne? Oder wir hatten die Auswahl nicht. Das kann natürlich sein. So. Das passt. Den Kollegen lassen wir jetzt mal hier stehen. Und ach, vergessen auszumachen. Naja, okay. So. Spannrohr kurz lösen, dass wir das hier mal übereinander stellen können. Zack. Und zack. Und dann geht's jetzt los. Fangen wir mit den beiden Kollegen mal an. Denn wir müssen ja den Striegel noch da drauf kriegen. Kriegen wir den überhaupt da drauf? Das sieht mich ganz schön knobbig aus. Das ist schon ab. Okay, warum ist das schon ab? Weil ich schon abgemacht habe. Gut. So. Wenn nicht, müssen wir den Striegel einfach mal separat rüberbringen. Weil das ist, sieht mich ganz schön eng aus. Wir probieren das mal. Probieren geht über studieren, würde ich sagen. So. Ah, das ist zu groß. Nein, das ist zu groß. Okay, gut, dann fahren wir zurück. Kein Problem. Dann holen wir den Anhänger einfach später ab. Mal gucken, dass der Fint hier nicht mal Männchen macht. Ah, sieht ganz gut aus. Das passt schon, würde ich sagen. Das passt schon. So, da haben wir ein neues Gerät auf dem Hof. Den werden wir in Zukunft auf jeden Fall nutzen. Schnelle Arbeit bringt aber viel. Von daher sollte man das, denke ich, einfach ausnutzen. Wir könnten hier rechts zum Beispiel auch die 11 noch kaufen. Glaube ich. Vom Geldlichen her. Da steht jedenfalls was drauf. Da haben wir dann nicht ganz so viel. Aber können wir noch was mitnehmen, sagen wir es mal so. Mal schauen, wie da der Preis für dieses Feld aussieht. Ist jetzt nicht allzu groß, also es könnte theoretisch jetzt auch nicht allzu viel kosten. Was mich jetzt auch interessieren würde, wäre unsere Ballenpresse ist ja noch halb voll mit Gras. Wenn ich da jetzt einfach das Stroh mir schnappe, ob da das sich einfach ersetzt. Oh, das finden wir jetzt gleich raus. Wir müssen ja eh Ballen pressen, von daher. Passt das. So. Zack. Und zack. Dann geht's immer ab. Dem Mähdrescher hinterher. Und dann müssen wir ja auch bald nochmal in die Grasernte. Ne? Da habe ich mir überlegt, werden wir uns vielleicht noch mal ein anderes Gerät ausleihen, dass wir ein paar Silageballen pressen können. Oder wir verkaufen die Silage. Na, mal gucken. Das ist alles noch. Muss ich mir überlegen. So. Mal ein bisschen Wasser da stehen gelassen. Ist aber nicht schlimm. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach drüber fahre. Ah ja, sehr schön. Okay. Cool. Da haben wir schon mal fast 5000 Liter
quasi gratis gehabt. So, nehmen wir das doch gleich mit auf. Zwei Arbeiten in einer Folge. So, mal gucken, haben wir hier automatisches Ablegen anschalten. Das müssen wir noch machen. Größe ist groß, jawohl, das passt. So, dann fahren wir mal ein Stück vor. So, Stücke. Wunderbar. So, los. So, 80% hat der Mähdrescher schon drin. Da werden wir jetzt gleich mal hingehen, wenn wir den beiden fertig haben. Stück zurück. Lassen wir den einmal stolz stehen. Und bunkern mal unseren Mähdrescher ab. Ich hätte Vorgewinde fahren müssen, dann hätten wir jetzt hier nicht im Nachhinein noch mal so ein bisschen Arbeit, aber mein Gott. Stehen. Cool. Okay. Ja, klar. Kein Problem. Ich warte. Ich warte. Mach erstmal in Ruhe. Ganz in Ruhe. So. Jetzt ist natürlich cool. Jetzt können wir hier in unserer Fahrgasse fahren. So soll es sein, oder? Tippitoppi. Schön in unserer Fahrgasse, die wir gemacht haben mit Proceed. Bunkern wir jetzt hier erstmal unseren Mähdrescher ab. Ein bisschen langsamer müssen wir fahren. Der ist jetzt erstmal leer. Lass mal hier mal vorfahren. Wenn er aufhört. So. Dann packen wir hier einfach mal das Ganze in die Mitte. Und widmen uns unseren Ballen. So, ich würde sagen, wir machen nochmal fix ein Foto. Vielleicht hier mit allen Gerätschaften einmal drauf für euch als Thumbnail. So, zack. Und weiter geht's. Wunderbar. Wie das hier klappt. Können wir direkt nochmal eine neue Saat ausbringen? Vielleicht passt das mit dem Wachstum. Müssen wir mal schauen.
Oh, da haben wir ein bisschen was liegen lassen. Naja, gut, das ist nicht weiter schlimm. Ein bisschen Schwund ist immer, würde ich sagen. Von daher passt das schon. Wir machen ja auch große Ballen, ne? Upsa. So, Stück zurück. Stück zurück. So. Tipptopp. So, mal gucken, vielleicht können wir auch so zwei, drei Ballen verkaufen. Unsere Lager sehen ja noch gut aus. Schauen wir mal, was wird. Er zieht auf jeden Fall schön seine Kreise da hinten. Auch wenn er den Anfang und das Ende immer schön stehen lässt. So, einmal alles aufgenommen. Jetzt wieder rum. Nächste Bahn. Ich würde sagen, den zweiten Anhänger kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da haben wir gute, fast, ich würde jetzt schätzen, vielleicht so fast 30.000 Liter von Hafer. Das ist doch eine schöne Sache. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, einmal nicht aufgepasst. So, jetzt müssen wir das ganze ein Stück zurückschieben, weil sonst kriegen wir den Rest nicht mit. Jetzt. Jawohl. Ja, einmal nicht aufgepasst. Er hupt zwar, aber war jetzt so in Gedanken mit Rechnen und Machen, und wie viel, ob wir den gleich verkaufen, den Hafer und so weiter und so weiter, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Upsa. Kleines Bäuerchen hier nach dem Mittag. So. Tipptopp sieht das hier aus. Nächste Runde. Hier ist er genau in der Fahrgasse gefahren. Auch nicht schlecht. Ja, aber gut. Das war ja, wie gesagt, damals Test. Da müssen wir noch mal gucken, welche Geräte wir haben, in welchen Arbeitsbreiten, und dann müssen wir das noch mal genauer einstellen. Ja, und dann können wir dann in der nächsten Runde mit Proceed auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen ordentlicher machen. Jetzt dann auch mit dem GPS. Ja, wir haben ja den Fendt mit GPS ausgestattet.
Das war ja hier auf diesem Feld noch nicht verbaut. Und dann wird das natürlich hier akkurat gerade und so, wie es in echt auch ist. Ein bisschen aufpassen mit dem Baum. Aber das klappt trotzdem. So, müssen nachher sowieso ein bisschen ja, oben und unten noch mal ein bisschen querfahren, weil er ja das oben und unten immer ein bisschen stehen lässt. Aber gut, das ist jetzt kein Problem. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge einiges geschafft, würde ich sagen. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ja, einiges geschafft. Und ich ziehe jetzt hier noch meine Kreise, mache unsere Ballen direkt fertig. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, wenn ihr was wissen wollt oder Tipps und Tricks habt. Oder wenn ihr irgendwie gern was sehen wollt, was man umsetzen könnte. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut.